Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so auftrete. Ich sitze jetzt schon eine Zeit lang hier in meinem abgedunkelten Raum und ich weiß nicht genau, ob ich das überhaupt erzählen soll, aber ich dachte, die Öffentlichkeit muss es wissen. Ich habe etwas herausgefunden. Ich habe etwas herausgefunden und jetzt weiß ich es. Es gibt sie. Es gibt sie wirklich. Ich muss mich immer umblicken. Gut. Kartenleser haben wir. Programm haben wir auch rauslesen. Ich habe ein paar Dinge gekauft, weil ich wollte eigentlich Bankkarte. Jetzt werden wir gleich sehen, wie gut die Sicherheit wirklich ist. Egal, was ich wollte, aber ich bin auf alle Fälle rausgekommen. Ich meine, diese Tests, ich denke, jeder kennt die. Ja, mein Test, mein Weg. Und wie ich mich so herumgespielt habe mit meinen elektronischen Komponenten, bin ich drauf gekommen. Ich kann von diesem Test etwas auslesen. Ich kann was auslesen. Da ist auch etwas drinnen. Was drinnen? Und dann habe ich es aufgemacht. Da ist so eine Hülle. Geöffnet, habe ich sie geöffnet. Und da habe ich gesehen. Da ist ein Chip drin. Ich weiß nicht. Ich kann nur spekulieren. Ich kann nur spekulieren, ne? Aber mit meinem Kartenlesegerät kann ich diesen Chip auslesen. Okay. Sollte man sehen. Ich habe ein paar Teile. Insider aus der. Dechiffriert habe ich sie. Sehr disturbing. Testfabrik sagt. Es gibt eine Weltverschwörung. Die Meldung ist Blödsinn. Eine Warnung an alle. Passt auf, bietet keinen Angriffspunkt. Also, man muss ja Angst bekommen, ne? Man muss ja Angst bekommen. Mittlerweile vermute ich ja, dieser Chip, ja, der wird von der Flüssigkeit, die man da drauf träufelt, wird der, glaube ich, versorgt. Und dann fragt dieser Chip irgendwo nach, ob dieser Test positiv oder negativ sein soll. Ja, ich glaube, so werden die Zahlen manipuliert von denen, ja, die so kontrollieren die Zahlen. Ja, so wird das wohl sein. Also, wer sollen die sein? Ich weiß nicht, wer die sind. Ich weiß es nicht. Keiner weiß, wer die sind. Das ist ja gerade das, dass keiner weiß, wer die sind. Aber ich meine, die Daten, die ich dechiffrieren konnte, ja, die zeige ich auch her.
Aber die anderen Daten stelle ich unten zur Verfügung. Ja, alle Daten, die ich da aus diesem Chip auslesen kann, die werde ich unter dem Video verlinken. Ja, vielleicht kann jemand von Ihnen etwas damit anfangen. Ich wollte nur eine Warnung. Eine Warnung. Bitte. Bitte passen Sie auf. Wer weiß, was da noch alles kommt. Seien wir gemeinsam wachsam. Lass dich nicht verarschen.